Ja, es ist Samstag, bald Mittag. Wieder ein Zeit für einen kleinen Impuls. Wie immer prüfe mit deinem Herz und Hausverstand. Filtere selber, das, was ich sage, ist nur ein momentaner Eindruck, der was sich oft wieder wandeln kann. Muss nicht die Wahrheit sein. Gibt es jetzt, müsste den Nissen. Okay, nein, geht nicht. Ist ja wurscht. Und doch, wunderbar. Weiß. Über was rede ich heute? Über das Thema Egregore. Und es geht grundsätzlich darum, hier um das Thema Energie, Energiearbeit. Alles im Universum ist Energie. Und ich habe schon öfter mal gesagt, wenn man jetzt das mit den Worten von Niklas Tesla postulieren kann, wenn man das Universum, den ganzen Kosmos verstehen will, soll man sich mit den Themen Frequenz, Energie und Schwingung auseinandersetzen. Und ich habe da gerade ein Buch, ein gutes Buch, kriegt man einfach zur rechten Zeit, am rechten Ort. Es bringt auf gar nichts, wenn man zum Beispiel zwanghaft ein Buch liest oder bestellt, weil halt einfach eine Empfehlung ist, es muss wirklich hier in Resonanz gehen und dann passt es auch. Und gewisse Bücher, die haben einen magischen Effekt. Was meine ich damit? Das ist jetzt nicht irgendein Hokuspokus, sondern die haben wirklich eine, da merkt man, die haben eine geistige Kraft. Und normal mache ich eigentlich eine Buchbesprechung gar nicht, weil jeder sollte sich selber ein Urteil über ein Buch machen, jeden sprechen andere Themen an. Und ich habe ihn gerade, wie gesagt, gerade das erste Viertel vom Buch, wo es um das Thema Egregoren geht. Was sind Egregoren? Egregoren sind Wesenheiten, die was einfach in der feinstofflichen Welt existieren, die was von menschlichen Gedanken geschaffen worden sind. Und es gibt sehr viele dieser. Natürlich habe ich hier auch natürlich meine eigene Interpretation, meine eigenen Gedanken, die was ehrlich auch mit Lebenserfahrung widerspiegeln, die was nicht immer jetzt eins zu eins auf die zutreffen müssen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ich sage jetzt ein Beispiel, zum Beispiel ein Pop-Idol, ja, wo halt viele Jugendliche nachhängen, dann ist es im Grunde genommen ein Egregor, den hat man mit viel Energie und Aufmerksamkeit gefüttert, von denen nähren sie sich, von denen entstehen sie, genauso zum Beispiel gewisse Wesenheiten oder Gottheiten. Und natürlich stehen die dann in Wechselwirkung mit den, die diese Egregoren anbeten, zum Beispiel, wenn es den hergehen, ein Popstar, fangen dann die Menschen sich so zu kleiden an und ihren Lebensstil dann auch auszurichten. Ich habe das auch mal gehabt, ich habe mich sehr stark einmal mit dem Egregor, einem mächtigen Egregor Jim Morrison beschäftigt und es hat eine enorme Auswirkung und Wechselwirkung. Was es gut und schlecht ist, das mag jetzt dahingestellt sein, was wissen wir über gut und schlecht, da sind wir viel zu sehr von diesem Christen-Egregor geprägt. Und ich denke, jeder Egregor hat einfach grundsätzlich drei sogenannte positive Haupteigenschaften und drei natürlich dann im Polaritätsprinzip drei natürlich dementsprechend negative Eigenschaften. Die meisten fallen uns zum Beispiel nicht auf. Der Egregor eines Staates, Staatsegregor, Sozial, Wesen, sagt das Wort drinnen, Wesen steht schon drinnen, Wesenheit, Sozialwesen, Gesundheitswesen, Schulwesen, Bildungswesen. Ja, wie gesagt, es gibt, da steckt schon das Wort drinnen, wir denken nicht drüber nach. Und es ist primär Geist schafft Materie, aber das hängt in Wechselwirkung, was natürlich auch die Kopenhager der Deutung schon längst bewiesen hat, was jetzt bei unseren Köpfen in unseren materialistischen Wesen, materialistische Egregor, der Dollar, der Dollar oder der Euro, der was es nicht so auffällt, aber enorme Auswirkungen auf unsere Lebensweise, auf unsere Gewohnheiten hat, sowohl positiv als auch negativ. Bitte positiv, negativ, nicht unbedingt so zu verstehen, so zu verstehen aus einem alten Denkmodell, dass negativ immer schlecht sein muss, wann einfach was zerstört wird. Schafft es Platz für Neues, also auch die Kräfte des Chaos und der Zerstörung sind wesentlich wichtig, um halt hier im Zyklus des Lebens einfach ja, voranzuschreiten. Das ist ganz natürlich, habe ich schon öfter drüber geredet. Ehe ist ein Egregor.
Und nicht ist unbedingt zu werten. Familienekligur, Familienclan-Ekligur. Jeder Clan hat bestimmte Prämissen. Und wenn natürlich auch die Kinder in diesen Ekligur drinnen sind, dann sind sie diesen Energiewesen auch unterworfen. Viele Ekliguren verlangen ja auch Gehorsam, Unterwerfung. Zum Beispiel der Jehova ist so einer, wo jetzt der bekannte Atomphysiker Wolfgang Pauli gesagt hat, dieser launische Tyrann, es ist ein launischer Tyrann, der natürlich Auswirkungen hat, aber auch natürlich unter Anführungszeichen positive Auswirkungen. Jetzt machen wir natürlich jetzt ein Bier auf, bin ich schon wieder ein schlechtes Vorbild, aber es ist ein Bio-Bier. Und genau, der Drogen-Ekrikur ist auch so ein Thema. Hat solche und solche Auswirkungen. Aber bleiben wir vielleicht einmal bei einem sehr geläufigen, beim Thema Materialismus, der materialistische Ekrigur, oder man kann sagen, die Bibel nennt auch den Gott Mammon, der was auch geschaffen wurde. Was sind so drei Grundeigenschaften? Gier, Geiz, parasitärer Lebenswandel, auf der anderen Seite ein gewisser materieller Wohlstand, eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Möglichkeiten, hier in der 3D-Welt einfach Macht auszuüben. Auch Macht ist ein Begriff, der was bitte nicht immer polar ist, einfach jetzt wertend gemeint ist. Macht ist also auch was Gutes, kann was Gutes sein, kann auch eingesetzt werden, um halt gute Dinge zu bewirken. Gut und Böse, das auch. Macht ist aber keine Ekregur, bitte, das ist eine Eigenschaft, das darf man nicht unterscheiden. Das heißt, diese Geist- und Energiewesen, und so ist es einfach in Goethe heißt, also wo ist einfach der Zauberlehrling diesen, das tun wir da jetzt gerade Zitronen hineinpressen da ins Bier, diesen Vermeister des Kammerl nicht sauber machen wollte und hat dann quasi einen Geist heraufbeschworen, der was dann quasi dieses Kammerl gefegt hat, und der hat dann ein Eigenleben entwickelt und das ist außer Kontrolle geraten, und dann ist endlich einmal dann der Meister gekommen und hat das wieder beruhigt. Das heißt, auch die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das ist eine gefährliche Geschichte. Das heißt, jeder von uns steht unter mehrere Ekturen. Auch wenn uns jetzt nicht bewusst ist, haben sie enormen Einfluss auf unser Leben, steuern uns und lenken uns in gewisser Weise, wann wir in irgendeiner Art und Weise und Form ihnen natürlich Energie geben. Sie leben von unserer Aufmerksamkeit und unserer Energie. Wie, wenn ich zum Beispiel eine Ekrigur erkenne, der was einfach für mich, für meine Weiterentwicklung, für mein Leben nicht mehr passt, dann kann ich nicht einfach sagen, so tschüss, geh, sondern einfach, dann bedarf es oft auch ein gewisses Ritual, meist ein Feuerritual. Darum hat man zum Beispiel auch Bücherverbrennung gemacht. Verbrennungsrituale, um diesen Ekrigur dann wirklich zu entlassen. Und man erinnert sich zum Beispiel auch an die Herr der Ringe, sagen wir. Oder glaube ich in den ersten Teil, wo auch die gierigen Zwerge, die was auch schöne Werkstücke und Schmuckstücke und Schätze hergestellt haben, auf der anderen Seite ihre Gier hat sich so getrieben, dass sie so weit geschürft haben in die tiefen Stollen, dass sie dort den Balrog aufgeweckt haben. Auch in Ekrigur. Sinnbildlich kann man es verstehen, natürlich, wenn man zu tief vielleicht mit psychedelischen Hilfsmitteln wie LSD und man ist nicht bereit, in die eigenen Antipoden der Psyche hinabreist, können hier Traumatas initiiert werden, die was sie hier in der im tiefen Unterbewusstsein nicht umsonst abgekapselt haben, die was dann hochkommen und dann werden nicht einfach dann plötzlich Psychosen oder treten zutage, und das sind dann die Fälle, wo dann die Menschen halt dann einfach auf der psychischen Psychiatrie landen. Schuld war aber nicht LSD, sondern einfach man hat mit Hilfe dieser Wesenheit zu tief geschürft in der eigenen Psyche und hat halt einfach auch gewisse Ballrucks, die was sonst eingesperrt bleiben, aus guten Gründen, oft vielleicht über mehrere Inkarnationen, wann dann einfach der Geist soweit ist, das Bewusstsein, werden sie einfach dann hochkommen und da kann man sie dann integrieren.
Zu bald ist es nicht gut, die Zwerge haben den auch geschaffen. Und der Gandalf ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Der hat dann quasi mit diesen Egregor gekämpft und wo er schon geglaubt hat, jetzt hat er ihn besiegt, hat diese Egregor nochmal von hinten er ihn dann mit dieser Feuerrute quasi in die Tiefe gezogen. Aber auch das hat dann einen weiteren Effekt, das war dann notwendig. Momentan war es ein großer Verlust, dass das hat einfach in dieser ganzen Geschichte eine notwendige Entwicklung gehabt. Nachher haben wir es dann im zweiten Teil gesehen, warum das dann notwendig war. Und jetzt hast du mit dem Egregor gebrochen, dann kommt der auch nochmal, der wird sich natürlich wehren, der wird jetzt nicht kampflos unbedingt das Feld räumen, sondern der wird dir natürlich auch versuchen, dich noch einmal hinunterzuziehen oder mitzureißen. Also somit geht es darum, dass einfach wirklich wachsam und präsent sein. Zum Beispiel das Thema Drogenkonsum. Man muss wirklich auch hier vorsichtig sein. Aber auf der anderen Seite, im Wein liegt die Wahrheit. Das ist ein bekanntes Sprichwort. Das heißt, ich habe öfter schon gesagt, laut den Überlieferungen, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber mag dahingestellt sein, haben wir die Germanen einen Brauch gepflegt. Die Römer haben gesagt, in vino veritas, im Wein die Wahrheit, wird natürlich auch eingesetzt, um die Zunge zu lockern. Und es werden dann gewisse Dinge oft gesagt, die was tief drinnen schlummern, die was dann nicht einfach an die Oberfläche herausbrechen. Natürlich, wenn man jetzt nicht lernt, mit denen umzugehen, dann kann das natürlich jetzt sehr dumm entgleisen, wenn man natürlich jetzt weiß, was eigentlich jetzt die Aufgabe und Anführungszeichen des Weines ist, hier die Zunge zu lösen, dann könnte man das genauso als therapeutisches Mittel einsetzen, um wirklich einmal die Wahrheit zu sagen, weil wir im Westen, in der westlichen Wertegemeinschaft, gibt es auch anscheinend eine Prämisse dieses Egregors, wo ist mehrere Egregoren zusammenkommen, Kapitalismus, Sozialismus und so weiter, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe eher ein Gefühl, unter westliche Werte meint man momentan die drei Werte, LGBT, wie das heißt, Gender und Krieg gegen Russland, anscheinend sind das momentan die drei Hauptwerte. Hat auch wahrscheinlich einen Sinn und einen Zweck, aber es sollte uns bewusst sein, wir stehen hier unter einem Einfluss. Ja, dass ich jetzt nicht den Faden verliere, also wenn man jetzt ein Buch liest, dann natürlich um Hotschauen, dementsprechend auch sich über mehrere tausend Stunden mit einem Thema beschäftigt, ob es jetzt Spiritualität ist oder Geopolitik. Es gibt eine Grundregel, 10.000 Stunden machen den Meister. Das heißt, wenn ich jetzt 10 YouTube-Videos zum Thema anschaue, dann bin ich lange Meister. In einem Bereich, wenn ich jetzt 10.000 Stunden investiere, dann habe ich, würde ich sagen, einmal die Meisterschaft erlangt. Das heißt, aber ein Thema lesen, ich würde sagen, 10.000 Stunden lesen, hast du dann so weit deine Synapsen und der Bewusstsein ausgebildet, dass du wirklich dann hier auch eine gewisse Meisterschaft erlangt hast. Oder in ein Handwerk, das ist also Thema. Handwerker natürlich, wenn jetzt wer 10.000 Stunden Fliesen gekriegt hat, dann ist er wirklich ein Meister, kann ich sagen. Und das kann man nicht auf einen Wifi oder PFI-Kurs machen, also nicht diese formelle Zeugnisse, wo man irgendwelche Sachen auswendig lernt, sondern geht es wirklich um Praxis. Und ja, wie gesagt, wenn man ein Buch liest, ich kann das wirklich auch empfehlen. Und da finden Sie wirklich sehr praktische Beispiele, die was wirklich in unser Leben sehr gut treffen. Und das Beispiel zum Beispiel, was mir auch recht gefallen hat, wenn wir jetzt auch mit Menschen in Beziehung stehen, dann ist hier ein Energiefluss, ein Austausch. Ich habe darüber geredet. Thema Thermodynamik, es ist auch hier Naturgesetz, es ist automatisch ein energetischer Austausch. Dasselbe, ich habe ein Haus in der Nähe vom Fluss und wenn ich jetzt einen Kanalkorb zu meinem Haus und da einen kleinen Teich anlege, dann habe ich dort auch eine Fische. Das heißt, wenn ich einen Kanal öffne, schaffe ich natürlich auch energetisch eine Verbindung zu diesem Egregor. Es ist egal, ob uns das bewusst ist oder nicht.
blöd ist ja, wenn es uns nicht bewusst ist. Und gewisse Dinge lassen sich nicht in der 3D-Welt lösen. Du möchtest zum Beispiel vom Rauch, von der Wesenheit des Tabakes, von dieser Diva, ja, von dieser Domestizierten, dieser ganzen Virginia-Tabake, die haben nichts damit zu tun mit die Ur-Tabake, was die Indianer geraucht haben, loskommen, dann hilft es nicht, hier in der 3D-Welt einen Kampf anzusagen, sondern muss man auf die energetische Ebene gehen. Das ist ganz wichtig. Die primäre Lösung findet in der Astralwelt statt. Das heißt, darum ist es wichtig, hier auch sich mit Magie zu beschäftigen. Warum hat der Christen-Egregor Magie strengstens verboten und verteufelt? Weil dieser Egregor sehr wohl weiß, wenn die Menschen hier in die Eigenmächtigung kommen, in die Selbsterkenntnis, in die Möglichkeit, sich selbst zu erretten, dann verliert dieser große Egregor natürlich seine Macht. Drum wird es einfach verteufelt und niemand denkt darüber nach. Und es ist hier nicht meine Aufgabe, hier über den Christen-Egregor zu schimpfen, das sei ferne. Ich habe schon öfter gesagt, auch er hat mir, es ist eine männliche Wesenheit, hat mir in vielen Lebensabschnitten sehr viel Gutes gebracht. Bin dankbar dafür. Aber irgendwann, es ist wie auch in der buddhistischen Lehre, ein Floß, man kann sagen, er hat als Floß fungiert, um mich von einem Ufer auf das andere zu bringen. Aber dann ist es weise, nicht das Floß weiter auf den Rücken mitzuschleppen, sondern das Floß dort stehen zu lassen. Das ist auch genauso mit einer gewissen Lehre oder religiösen Weltanschauung. Es ist wie ein Wegbegleiter, ein Mentor. Und es ist dann oft Zeit, auch diesen Mentor gehen zu lassen. Und genau das gleiche über das Thema beziehungstechnische Angelegenheiten. Wir haben das Problem, wir halten so gern fest. Also wir haben 100.000 Floße an unseren Rücken geschnallt, die was uns ein Wegstück gebracht haben, und die schleppt man mit und das bremst unsere Entwicklung. Hemmt uns, hält uns zurück, auch den Weg, den Lebensweg im geistseelischen oder auch hier in der 3D-Welt voranzuschreiten. Wir lassen diese Floße nicht los. Das ist ganz wichtig. Ein Floß hat die Aufgabe, uns von A nach B zu bringen. Und dann geht es darum, das Floß loszulassen. Oft ist es auch in zwischenmenschlichen Beziehungen so. Wir leben in einer Zeit, wo diese das Clan-Bewusstsein nicht mehr da ist. Also die meisten Inkarnationen sind Kuckucksinkarnationen. Die werden in Familien hineingeworfen oder hingeboren, weil dieses Wissen verloren worden ist, wo man sagen, die Seele fühlt sich da nicht wohl, was ist da los? Es ist eine Kuckucksfamilie. Also wir müssen jetzt auch wegdenken vom Thema, das Blut verbindet. In einer gewissen Art und Weise. Früher war es so im Clan, aber jetzt ist es so, dass sie halt, dass jetzt wieder schon langsam es beginnt, dass man seinen Clan wieder findet und sucht, und das hat meistens nichts mit Verwandten oder Bekannten zu tun, auch mit Kindern nicht. Und da geht es wieder um das Thema Loslassen. Wir halten so sehr fest an gewisse Beziehungen, wie es einmal war. Und durch das Festhalten geben wir aber nicht an den anderen Menschen, den muss man energetisch dadurch festhalten und binden, nicht die Möglichkeit, sich selbstständig zu entwickeln. Und das ist oft, diese Trennung ist natürlich oft ein schmerzhafter Prozess. Also ich rede hier gerade zum Beispiel von gewissen Familienbande. Und man spürt oft, wenn es Zeit ist, wenn man merkt, der Energiefluss stockt, es fließt nicht in Harmonie, es sind Blockaden da. Natürlich schaut man mal drauf, reflektiert man selber, bin ich vielleicht daran, unter Anführungszeichen, schuld, ist also ein Thema. Oft ist es auch notwendig, einfach diese Beziehung einmal loszulassen, dass wirklich auch ein freier Raum zur Entwicklung einfach gewährleistet wird, dass jeder Mensch sich für sich selber mal einfach frei reflektieren kann, und wer weiß, vielleicht noch ein paar Jahre finden sie die Wege nicht mehr oder auch
finden sie sie wieder oder auch nimmer. Das steht nicht in unserer Macht. Und es bringt gar nichts, krampfhaft an was loszulassen, was einfach, was man freigeben sollte. Das ist unsere Aufgabe. Ja, ich habe viel geredet, wie immer. Ich kann sagen, beschäftigt euch mit diesem Thema, gerade mit dem Thema Figuren, Energiewesenheiten. Es ist ein sehr interessantes Kapitel, was natürlich hier bewusst unten gehalten wird, damit halt gewisse Machtstrukturen über uns weiter herrschen können, dass wir weiter im Unbewussten, im Unbewusst oder bewusstlos gehalten werden und nicht hier in die Eigenmächtigung kommen und uns von Dingen lösen oder Dinge abschütteln oder Ballast abwerfen, der was jetzt nicht schlecht ist, um hier einfach, sag jetzt einmal, überhaupt Möglichkeiten für Neues zu erschaffen. Das ist ganz wichtig. Ja, ich wünsche euch einfach nur einen schönen Tag. Und Anführungszeichen schön. Und ja, das war's dabei einmal. So viel zu dem Thema Egregoren.